Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Mad Games Tycoon. Und ja, wir müssen hier jetzt ganz schön viel einrichten, Freunde. Naja. So ist es halt, ne? Wir können hier natürlich auch noch Platz sparen machen. Wurde mir auch gezeigt. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier alles möglich ist in diesem wunderschönen Spiel. Ihr seht das. Das kann man jetzt so durchziehen. Ich brauche jetzt natürlich nicht so viel auf den Platz achten, deswegen mache ich das jetzt nicht, weil wir einfach zu viel Platz haben, Freunde. Wir haben zwei Entwicklerstudios momentan. Ich wollte es einfach nur mal gezeigt haben. So, ansonsten müssen wir jetzt einfach nur einrichten in dieser Folge und vielleicht noch ein Spiel anfangen. Ich weiß es noch nicht. Oder neue Engines machen, wäre auch eine Möglichkeit. Natürlich wäre das eine Möglichkeit. Dann machen wir nur zwei rein. Das ist. Was ist das? Qualitätssicherung. Genau. Dann, 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 dann. So, wunderschön. Und dann machen wir noch die grauen Tische natürlich auch noch. Ein bisschen farbenfroh sein, ja gut, mit weiß und grau. Ist nicht sehr farbenfroh, aber wir haben ja keine anderen Möglichkeiten, ne? Halt, da drüben Support. Support muss natürlich, ne? Da muss natürlich einiges rein, damit unsere Fans auch so glücklich bleiben wie momentan. Das ist immer sehr, sehr wichtig, Freunde. Ja, komm, machen wir in der Mitte auch noch ein paar Tischchen. Einfach, weil wir es können. So, Tische haben wir jetzt überall. Dann brauchen wir jetzt hier Grafik. Natürlich nur das Beste. Was denn sonst? Wir haben natürlich jetzt so viel Platz, dass wir eigentlich echt nicht drauf gucken müssen. Wir machen jetzt hier so einzelne Plätze, denn wir haben eh nicht so viele Grafiker und so. Das kann natürlich alles noch kommen, dann kann man umbauen. Aber ich möchte jetzt hier nicht auf Teufel komm raus, es effizient bauen und bla und blub. Die sollen auch ein bisschen Platz haben, die Leute, ne? Sie haben jetzt lang genug hier in so engen Bürogebäuden gearbeitet bei uns. Jetzt sollen sie mal ein bisschen sich ausbreiten können, sagen wir mal so. Das haben wir auch. Was war das hier? Motion Capture, glaube, ne? Dum, 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 dum. Wunderschöne Sache, Freunde. Und da reichen auch sechs Stück drin. Also mir reicht es vollkommen, Freunde. Wir können natürlich hier acht reinquetschen. Ja, komm, machen wir acht. Moment, muss ich aber nochmal umschieben hier. Zack. Ja, das ist halt wieder ein bisschen eng dann, aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. Wo ist denn? Wo war's? Da. So, wunderschön. Ansonsten. Trainingsraum war hier oben. Hier war er. Hier, hier, hier. Ich weiß es noch nicht, ob ich den so extrem nutzen werde. Wir werden es sehen. Eine Tafel noch dahin. So. Zack, geht bumm. Und dann natürlich Toilette. Wo ist die Toilette? Da hinten. Alles klar. Dopp. Dopp, dopp, dopp. Dun, 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 dun. Und dann machen wir jedes erdenkliche Waschbecken da rein. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, wie rum. So rum wahrscheinlich. Das hier auch. Achso, das brauchen wir ja gar nicht mehr, ne? Die wollen ja nur noch Sterne. Aha. Machen wir lieber noch so eins rein. Stimmt, die wollen ja nur noch Sterne. Machen wir das hier auch noch hin. Nein, das ist ja wieder mal. Ach. Das hier wollte ich nehmen. Machen wir hier zwei Trockner noch hin. Alles ist gut. Dann Aufenthaltsraum. Ja, nehmen wir den besten Spieleautomat. Guten Kühlschrank. Ja, die Deluxe-Sofas, das setzen wir da auch mal rein. Ja. Oh, ja, ist okay. Ist okay. Und ein Fernseher. Oder zwei. So. Das haben wir auch. Dann brauchen wir, Moment mal, was sind wir denn? Hier sind wir. Okay, da hier nichts. Das war Konsole. Hier erstmal unsere wunderschöne Produktion anschmeißen.
Könnte ich natürlich alles noch viel größer bauen. Ich weiß das und. Aber ganz ehrlich, das reicht doch, oder? Ich glaube nicht, dass wir ein Spiel entwickeln, wo wir hier mitten nicht hinterherkommen. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Lagerraum? Oh, das war jetzt nicht so gut. Das Blöde ist, also das, was sie noch ändern könnten, meiner Meinung nach, ist, wenn man sich verbaut, dass man das Teil gleich umsetzen kann. Das kann man jetzt nämlich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber naja, ja, schon wieder. Seht ihr? Das kann ich jetzt nicht umsetzen. Das heißt, ich muss jetzt hier raus. So hier. Muss das hier umsetzen. Dahin. Dann setze ich das hier da hinten hin. Und die muss ich jetzt hier umsetzen, dass ich dann weiterbauen kann. Nochmal zwei reinmachen kann. Das könnte man eventuell noch ändern, aber das sind solche Kleinigkeiten, ganz ehrlich. Ach, wir kriegen sogar noch welche rein. Ist ja der Wahnsinn. So, ist ein bisschen eng in unserem Lager geworden, aber wir haben jetzt 12,3 Millionen Lagerplatz. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Konsolenentwicklung, nein, ich will nicht bauen, ich möchte hier einrichten, bitte. Wenn ich sie denn finde, hier ist sie doch. Gegen die Wand gucken ist eigentlich immer blöd, ne? Aber das habe ich die ganze Zeit so gemacht, sonst sind die bevorzugt, das machen wir nicht. Keine Ahnung, wir machen da mal 4, 5, 5. Komm, wir machen 10 Stück rein, wir werden das zwar nie brauchen, aber. Egal, wie gesagt, wir sind so gut, das passt. So, dann schauen wir jetzt mal auf die Übersicht, damit wir unsere Leute hier einteilen können. Du gehst dahin. Ach so, man muss das jetzt immer machen. Ja gut, okay. Du gehst da auch hin. Dun, 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 dun. So, nein, 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 nein. Ich wollte hier hin, bitte. Du gehst auch dahin. Jetzt sind wir zu viert. Waren wir vorhin, ne? Programmierung. Gehst du mal hier hin? Hey, wisst ihr was? Ich mache das so. Was bist du? Du bist Musik und Sound. Zack. Ich glaube, so geht es schneller. Büroarbeit. Dann gehst du hier zum Support. Büroarbeit. Support. Hey, soll da bleiben. Und du hier, Büroarbeit, ab. Du hier. Du bist eigentlich so gut, gehst auch hier hin. Wir können ja. Büroarbeit. Wir können ja auch Leute jetzt ausbilden. Musik und Sound. Das ist ja das Schöne. Ne? Wo sind denn unsere ganzen Grafiker? Da ist noch einer. Da ist noch ein Büromensch. Na, jetzt. Oh, ich drück die immer. Wenn man zwei nimmt, dann. Da ist noch ein Grafiker. Wie viele Leute haben wir denn? Da ist noch ein Programmierer. Und da ist auch noch. Oh, der gehört eigentlich dahin, aber ist okay. Wir machen mal kurz auf Play, dass die sich setzen. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal nach neuem Personal noch. Da ist schon ein Programmierer, dass er sehr gut ist. Aber der wird trotzdem erstmal ausgebildet von uns. Jetzt werden erstmal so 4 bis 5 Stück, würde ich sagen, ausgebildet. Und die gehen dann in die Konsolenentwicklung. Obwohl, wir müssen erstmal forschen. Aber ist egal. Die werden jetzt erstmal ausgebildet, Freunde. 4 Stück, ich glaube, das ist okay. Startet rein Trainingskurs für Programmieren, bitte. Naja, das machen wir jetzt. Und hier haben wir jetzt auch gar keine drin, ne? Ah, deswegen sind hier so viele. Ne, es sind auch nur 4. 5, 4. Oh mein Gott, wir haben einfach nicht genug Leute. Komm. Komm mal mit. Wir tun jetzt ein paar mehr trainieren hier. Beim Programmieren. Zack. Haben wir jetzt alle besetzt? Ja, jetzt sind einer kann ich nicht mehr. Scheiße.
Warte, können wir. Mache ich halt noch einen Stuhl rein. Konsole. Nein. Trainingsraum. Extra für ihn kommt noch ein Stuhl hier hin. Letzte Reihe wird der beste Mann sein. So. Jetzt aber. Jetzt sind alle glücklich. Jawohl, die werden jetzt wunderschön trainiert von uns. Forschung, Freunde, Forschung. Forschung brauchen wir. Was brauchen wir da nochmal? Game Design. Schauen wir mal, haben wir da irgendjemand noch als Personal? So. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen. Ach, wir haben jetzt alle weggekauft. Na super. Ja gut, komm, dann gehen wir selbst hier rein und forschen die Folge ein bisschen. Was ja nicht das Schlechteste ist, würde ich sagen. Wir machen erstmal ein Genre erforschen. So, Jump'n'One. Das machen wir kurz. Und dann werden wir mit der Konsolenforschung mal anfangen, ein bisschen. Das wird ja natürlich sehr, sehr lange dauern und deswegen hätte ich das vielleicht doch ein bisschen größer bauen sollen. Aber gut. Wir machen hier noch eine Engine. Eine neue, bitte. Jump. And. One. Ultimate. Natürlich heißen alle unsere Ultimate, denn wir sind die ultimativ besten Freunde. So, Jump and Run. Zack. 250.000 und 50%. Von diesem Punkt gehen wir nicht weg, Freunde, denn das sind die Besten, deswegen sollen die auch dafür zahlen. So, wir haben jetzt natürlich unglaubliche Kosten hier, aber das interessiert uns nicht. Und ihr seid schon durch mit dem Lehrgang, oder wie? Wir sehen, wie schnell die natürlich besser werden, ne? Die waren jetzt natürlich extrem low. Das ist echt ein Problem. Aber die kriegen wir hoch. Definitiv, das ist gar kein Problem. Mit diesen Trainingskursen. Wir können halt nur 3 im Jahr machen. Das ist ein bisschen blöd, aber ist schon okay. So, die sind fertig mit diesem, mit dieser Konsolensache. Das heißt, es kommt die zweite Sache und so weiter und so fort. Müssen wir uns halt durchkämpfen, ne? Ein Spiel haben wir dann auch. Hightech haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben jetzt hier noch, was hat man, na ja, ja, alle natürlich. Für, das haben wir, 4 Stück haben. Interaktiv. Okay. Interaktive Filme. Ultimate. So. Und das wird natürlich auch dasselbe kosten, Freunde. Da machen wir nicht rum, wie gesagt. Zack, weg damit. Als nächstes müssen wir mal wieder ein Thema erforschen. Ich hoffe, das ist euch jetzt nicht zu zäh, aber das gehört halt auch dazu. Möchten Wasserspender, ihr könnt mich jetzt am Arsch küssen. Ihr habt jetzt 363 Punkte hier. Wir haben so ein riesen Bürogebäude und ihr meckert immer noch rum. Das ist sehr, sehr frech, wie ich finde. So. Wie sieht's aus? Wo sind meine. Also hier sind sie. Ich dachte gerade, hä? Ja, die sind jetzt natürlich sehr, sehr low, ne? Darf ich nicht mehr. Ja gut, dann machen wir halt noch die kleinen. Bringt auch ein bisschen. Natürlich nicht so viel wie das 3-Sterne-Ding, aber besser wie nichts. Ja, es ist eher krank, oder was? Ja, okay. Und der andere ist jetzt hier oben. Ja, der andere war zocken, jawohl. Chef geht erstmal zocken. Zack und fertig. Ach ja. Das ist jetzt gar nicht so einfach hier in dem Bürogebäude was zu tun, Freunde. Weil wir müssen erstmal die Räume immer holen und suchen und. Puh. Das könnte ein bisschen stressig werden. Rollenspiele, jawohl. Und dann noch Adventure. Ja, das mit der Konsole wird recht teuer, Freunde. Und langwierig. Wir könnten hier natürlich noch, nein. Da. 2 Schreibtische müsste ich da doch noch locker reinkriegen. Und dann noch 2 einstellen, wenn da wieder welche da sind. Jupp. Du hier gehst direkt hier rein. Und du auch, egal. So. Dass es einfach schneller geht. Denn wir müssen ja ganz viele Sachen erforschen. Das habe ich vorhin vergessen in der Planung hier. Aber wie gesagt, ist kein Problem.
kriegen wir auch so hin. Ich könnte es auch noch mal verändern, wenn ich will. So. Dann, 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 dann. Rollenspiel. Ultimate, natürlich. 250.000 Tacken und 50% bitte. Und ihr da oben, ja, ihr müsst halt weiter trainieren, ne? Achso, da war wieder drei. Ja, das Jahr war ich rum. Okay, alles klar. Das ist jetzt alles ein bisschen stressig hier mit dem Rumfahren in dem Gebäude und so. Aber es ist okay. Guck mal, wie viel Geld wir wegschmeißen praktisch, ne? Trainingskurs ist schon wieder fertig, aber ich will hier noch kurz weiter forschen. Die Chipsätze möchte ich jetzt bald durchhaben. Wäre zumindest der Plan. Programmierung. Haben wir denn schon 100er irgendwo? Der war, glaube ich, nicht schon. Ne, halt, der war's. Der ist schon durch. Okay, der kann raus. Der kann sich schon mal... Komm, der soll sich hier mit reinsetzen. Egal. Der braucht ja jetzt kein Programmieren mehr üben, ne? Und Champion One wird direkt lizenziert, Freunde. So läuft das bei uns. So, weitermachen, weiter trainieren. Trainieren ist gut. Und forschen ist auch gut. Und ihr seht, was es alles kostet, ne? Bis wir hier unten sind. Geht einiges um Geld drauf. Ich würde sagen, das machen wir in Zukunft dann so ein bisschen nebenher. Denn euch nur das zeigen, wird wahrscheinlich auch auf Dauer sehr, sehr langweilig für euch. Und das möchte ich natürlich nicht. Adventure habe ich noch erforscht, ne? Ich hoffe es einfach. Ich hoffe es einfach. Adventure Ultimate. Ach, da denke ich wieder an Deponia. Müssen wir unbedingt weiter zocken im Stream. Ah. Obwohl, wenn die Folge kommt, werden wir das wahrscheinlich schon getan haben. Naja, so. Entwickeln bitte. Die sind schon wieder durch. Und dann machen wir noch einen. Wie geht's euch? Nö, auf die Messe müssen wir ja nicht. Ja, na gut, so schnell geht das nicht, ne? Aber gut, die waren 17 mittlerweile und manche, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass die nicht hochgehen. 54. Also, sie werden so langsam brauchbar für uns, ne? So, wir machen jetzt noch eine Konsolengeschichte, die mit 92 MHz. Und dann soll es das für heute, glaube ich, auch schon wieder gewesen sein, Freunde. Wir sind sehr, sehr gut vorangekommen. Wir haben einen riesen Umzug hinter uns. Hat natürlich einiges an Geld gefressen, aber so ist es halt. Natürlich, wenn jetzt jemand krank ist und die anderen hier auf Wanderschaft sind, dann dauert das alles extrem lange. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe ganz vergessen, dass wir Konsolen noch hier erforschen müssen, Freunde. Das war ein kleiner Fehler von mir. Aber hey, kein Problem. Wir haben jetzt ein Support-Team, wo 5 Leute drin sind, wo nichts machen. 805, das ist aber sehr, sehr traurig. Naja. So, wir machen hier nochmal so einer hier. Warum nicht? Besser, wie wenn sie nur rumsitzen da im Trainingsraum und nichts tun, ne? Wir könnten natürlich auch noch nebenher Aufträge machen. So, ab und zu. Wie schnell das geht, ne? So. Zack, zack, zack. Wunderbar alles. So, hier sind wir auch durch gleich. So, genau jetzt. Alles klar. Gut, Freunde. Dann war es das leider schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.